Hallo ihr Lieben! Juhu! Juhu vom Guru! Und von Chris, hey! Perfekt! Heute wird's endlich mal gemacht, hier. Was? Mit dem Getränketest, auf den ihr schon so lange gewartet habt. Echt, tatsächlich. Ja? Also ich habe dieses Getränk sehr, sehr häufig über Instagram zugeschickt bekommen. Dieses Getränk gibt es in diversen Online-Shops. Ich habe es jetzt nochmal im Rewe entdeckt und auch nochmal gekauft in drei Sorten. Wir kennen es als Lucha, gibt es aber auch in Asien, in Korea und Co. Kann man jetzt was aus Asien gerade trinken? Aus der Dose, man kann alles aus der Dose trinken. Das haben wir gelernt. Bei jeder Apokalypse, egal ob Zombies oder sonst was, aus der Dose geht immer. Chupa Chups in der Sorte. Erdbeer, vielleicht sogar mit einem oder anderen Erdbeer. Nee, Erdbeer ist glaube ich nicht drin. Was ist das für eins? Hier ist sogar 0,8% Milch drin, sehe ich gerade. Erdbeer, Brombeere. Und diese Dose habe ich schon mal getestet, aber ich habe mir gedacht, Chris, wenn wir hier zu dritt, wenn wir hier drei Dosen testen, dann muss auch diese Sorte dabei sein. Das ist Vergleich. Orange. Damit es, wie es schmeckt halt. Ne? Okay. Wo fangen wir denn an? Erdbeere oder... Lass uns doch mal mit dem Ekelhaftesten als erstes anfangen. Ich weiß nicht, das könnte, ich glaube, Erdbeere könnte das Ekelhafteste sein, oder? Du meinst du Waldfrucht? Okay. Waldfrucht, oder? Dann Waldfrucht. Du kannst gerne aus dem Glas trinken. Müsse aus der Dose. Okay. Ist mir ja auch egal. Schmeckt ja wahrscheinlich gleich. Egal! Oder? Egal. Preislich, Import, Exportpreis so zwischen 1,49 Euro und 2 Euro pro Dose. Boah, das riecht so richtig brombeerig künstlich. Das riecht nicht gesund, ne? Okay. Ich guck mal gleich auf den Zutaten, ob da auch irgendwo eine halbe Frucht oder so was drin ist. Oh, die Farbe sieht aber gut aus. Farbe ist schön. Ist wahrscheinlich laut deutschem Lebensmittelrecht rote Kohlfarbe, gar nicht mehr so schlimm. Aber Trisodiumcitrat, nee, Traubengeschmack ist auch drin. Fructose, konzentrierter Traubensaft. Ey Leute, da Trauben sind drin. Cheers. Zum Wohl. Damit härtet man sich gegen alles ab. Schmeckt künstlich. Aber sehr künstlich. Schmeckt, als hätte man so ein also bei Lutscher gegessen. Traubenlolli Brombeer Kaugummi Geschmack getränkt. Also künstlich. Erfrischend ist es nicht, ne? Erfrischend, oder? Künstlich. Ja, nee. Wirklich. Also es ist, als ob du ein Lolli einschmilzt und dir das ganze Zeug dann in den Mund kippst. Dementsprechend bleiben sie sich treu. Man erwartet auch irgendwie so einen Kunst-Fake-Geschmack. Aber nee, wäre auch nicht so meins. Also echt nicht meins. Kannst du echt nicht trinken. Ne? Oh doch, wenn man so... Ja doch, ja, aber... So einmal im Jahr, wenn man so Bock hat auf unvernünftiges Zucker und es muss künstlich schmecken. Das kommt so einmal im Jahr vor. Obwohl, nee, du kannst davon nicht ein ganzes Glas trinken. Oh, die Farbe. Kennst du? Nee. Nein. Das ist schon... Nee. Das sieht so ein bisschen aus... einmal, aber hier. Das ist... Wie heißt diese Mundspüllösung nochmal? Die es gibt hier die Listerine. Listerin! Sieht aus wie Listerin. Hat aber leider nicht den gleichen Effekt. Wir machen weiter. Bitte etwas normal. Wir machen Orange und dann machen wir am Ende das Highlight mit der Highlight mit der Milch. Erdbeere und der Milch, was alles reinkommt. Wie spannend. Der hat bestimmt Orange jetzt gleich. Ich habe alles hier gekühlt gelagert, außer Orange. Egal. Das ist egal. Egal. Das ist tatsächlich nicht aus dem Kühlschrank, das war im Flur. Ja. So, probieren wir mal. Oh, das riecht aber ganz gut. Das riecht wie so eine Mirinda. Ah ja, das riecht wie Fanta Mandarine. Wasserfrucht, Orangensaftkonzentrat, ist lecker. Kann man trinken. Das ist okay. Sag mal, einen Punkt müssen wir noch geben. Also, die Waldfrucht, irgendwas. Würde ich machen, wenn wir alle haben. Okay, alles klar. Ja, machen wir. So, Orange. Ist eine gute Idee. Orange ist okay. Ist okay. Wirklich okay. So nah dran hier. Hab ich ja jetzt aber. Gerade hier. Erdbeere. Oben sie. Super. Willst du? Also ich. Achso, gerne. Zur Feier des Tages. Ja, gerne. Wir sind auch richtig gut in der Zeit. Perfekt. Ja. 3 Minuten. Schalten da YouTube-Zuschauer noch ein. Schon fast 3 Produkte hier. Ja. Ja, das ist so. Ja, kipp mal rein. Das ist nicht umgekippt. Das ist so. Das ist ja Milch drin. Hätte ich es vorher nicht recherchiert. Das sieht wirklich aus. Wie so ein Erdbeerlutscher, ne? Ja. Stimmt, es wird so ein bisschen... Wie der Erdbeerlolli sieht er aus. Das färbt sich so ein bisschen rosa. Meine Güte. Oh. Rosa. Ja, wie Einhornsperma. Ist doch widerlich. Rosa. Einhornsperma. Bah. Nein, Video wird hier hochgerankt. Ja. 16. Aber es riecht gut. Also. Oh Mann. Schmeckt künstlich geil. Ey, scheiße. Schmeckt wirklich so ein Erdbeerlolli. Ist noch haltbar, Chris. Nee, ich wollte mal was gucken. Was steht denn drauf? Verrückt. Okay. Ist noch haltbar, oder? Ja, ich wollte mal gucken, wie lange sowas aber haltbar ist mit dieser Milch. 2021. So lange. Kann man sich gut Hamsterkäufe hier, Vorratkaufen.
Ein bisschen abartig. Hat irgendeinen also, abartigen... Das ist ein ganz abartigen Nachgeschmack, ne? Es kommt, glaube ich, von der Milch. Ja, irgendeinen muffigen... Der Erdbeergeschmack ist geil, der Nachgeschmack ist widerlich. Das ist wie, wenn du diesen Erdbeerlolli von Chupa Chups wirklich isst. Ja, so schmeckt der auf dem ersten... Ja, Kick, ne? Und dann kommt dieser ekelhafte Nachgeschmack, als hätte man irgendwie Motoröl gegessen oder so. Nein. Weißt du, das ist widerlich. Der Nachgeschmack ist echt abartig. Keine Ahnung, was das ist. So, Punkte müssen wir vergeben. Boah, Alter, das ist wirklich ekelhaft. Gut, spannend wird's. Die erste Dose. War die am ekelhaftesten? Nein. Nee. Das letzte fand ich jetzt am ekelhaftesten. Das war so mittelekelhaft. Ja. Das ist so eine... Oh, was ist denn das? 1 bis 10. Ich gebe dem Ganzen mal 4 Punkte. Ja, bin ich dabei. Super. Dann. Das ist, wenn du aber nur, wenn du wirklich mal richtig was machen möchtest. Hier, Orange. Das ist so eine 6. Das ist ja okay. Ach, dann gebe ich sogar 8 Punkte, weil ich das solide gut fand. Das ist ja ganz so gute Lunge. Schmeckt okay. Orangig, lecker. Ich finde, da gibt es so viele Alternativen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber so jetzt in dieser Chupa Chups Serie, sage ich mal. Ja, gut. Eine Orangina würde ich 10 Punkte geben, die mag ich ganz gerne. Aber das würde ich nicht nochmal trinken. Nee, das? 1 oder 2. Ja, 2 Punkte, weil der erste Geschmack ganz gut ist, danach wird es ekelig. Ja, wenn es von Anfang an eklig gewesen wäre, hätte ich gesagt, auch ein Punkt, oder? Ja, widerlich. Ja, erst gar kein Punkt. Wie lecker Erdbeere, danach wie, man weiß nicht was. So. Das ist ganz perverses Zeug. Jetzt wisst ihr, was ihr verpasst habt oder auch nicht. Wenn ihr gar nichts verpassen wollt, abonniert Chris auf Instagram. Ich bin stolz auf diese geile Überleitung. Die Show mit Chris. Ja! Unser Podcast. Und den Podcast abonnieren auf Spotify. Asexuell und vegan heißt der Podcast. Und wenn ihr fragt, warum heißt der Podcast Asexuell und vegan, genau aus dem Grund. Heißt du da? Damit weil er gut klickt. Damit es gut klickt. Ja. Genau, ganz easy, ganz ehrlich und direkt, ihr Lieben. Hier oben, Chris abonnieren, mich abonnieren, Instagram folgt dem Guru gucken und wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Tschüss.